So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome 2 Total War. Ab heute wird es übrigens auch wieder Folgen meiner anderen Let's Plays geben. Ich war unterwegs und bin nicht dazu gekommen, so viel auf Vorrat aufzunehmen. Deswegen gab es eine Weile nur Rome 2, denn da hatte ich ja gesagt, das gibt es in jedem Fall täglich. So auch wieder heute. Und wir haben hier also zwischen den Runden, ich habe nach dem Ende der letzten Folge, also die Runde beendet, wir haben hier zwischen den Runden ein bisschen Land verloren. Ja. Markomades ist an Libyen gefallen. Das heißt, eine unserer Armeen muss sich dann doch nochmal bequem da zurückgehen und Libyen nochmal den Garaus machen. Zypern, okay, ich hatte ganz vergessen, dass Zypern uns anscheinend Rhodos abgenommen hat. Das war nicht letzte Runde, aber das muss vorher schon gewesen sein. Aber Zypern hat uns in dieser Runde Athen und Sparta weggenommen. Kolchis hat hier die Belagerung von Armavir, das ist die Hauptstadt von Armenien, also die mit Mauern, abgeschlossen und das damit erobert. Galatien hat uns Samosata abgenommen. Was noch? Ja, das reicht ja auch schon, ne? Aber bin gerade noch nicht mal 100% sicher, dass das wirklich alles war. Aber ihr seht ja die Karte. Wem noch weitere Unterschiede auffallen, der darf sie behalten. Aber genau, eine Armee von Baktrien hat unser Land betreten. Die gallische Konföderation ist einfach an unseren Armeen vorbeigelaufen hier. Mehrere unserer Armeen wurden sabotiert, ein General wurde verletzt und zwei Armeen haben eben hinnehmen müssen, dass der Gegner ihre Vorräte vergiftet hat. Das heißt, die werden jetzt wohl weniger Bewegungspunkte haben. Sieht aus, als sei das die Legio 5 hier oben. Genau, die wollte den Bojan hier Belz abnehmen und das sieht auch so aus, als könnten wir das tun. Trotz Vergiftung der Einheiten haben wir ja noch genug Bewegungspunkte für das kurze Stück. So, wir besetzen Belz. Hier gibt es die Schwerter des Ruhms, eine kleine Armee. Okay, dann schauen wir mal weiter. Genau, unser neuer Patrizier hier über in Italia ist Level 2 inzwischen. Okay, ja, nimm das. So, wenn ich mich nicht irre, muss man ihn ja auf Würdenträger skillen. Wir können aber einfach ganz kurz nachgucken. Jo, alles klar. So, denn wir wollen den natürlich hier stehen lassen und schön unsere Steuereinnahmen in Italia erhöhen. Welche Armee wurde noch sabotiert? Die Legio 12. Okay, das sieht aus, als sei das hier der Osten. Diese Legion stand ja hier oben, wurde mal wieder von Kappadokien angegriffen, aber ich habe mich zurückgezogen, da das nicht besonders erfolgsversprechend aussah, da zu kämpfen. Ja, jetzt wo wir hier sabotiert wurden, ist Samosata zurückerobern oder Tarsus erobern ja keine Option. Wir können aber die Belagerung von Antiochia, denke ich, hier mal auflösen. Ich wandere mit dieser Armee mal nah genug dran, dass die helfen kann. Und genau, dann darf die Legio 12 hier dem Gegner mal raten zu verschwinden, würde ich sagen. So, wenn ich D in die Stadt bewege, dann kann ich hier angreifen. Und das sieht natürlich ziemlich gut aus. Was riskieren wir hier zu verlieren? Nichts Besonderes. Das heißt, das kann ich ruhig berechnen. Bei diesen Chancen muss man das dann wirklich nicht selber spielen. Es liegt natürlich daran, dass es eine reine Qualitätsarmee hier aus freien Herbanern und keltischen Steinschleudern ist. Genau, keltisch, also Galatien, auch wenn die in der Türkei sind, waren ein Volk von Kelten und dementsprechend haben die eben keltische Einheiten. So. Wunderbärchen. Und ich habe gesehen, wir haben ein bisschen Probleme mit öffentlicher Ordnung aufgrund von zu vielen Sklaven. Deshalb versklave ich diese Leute jetzt mal vorsichtshalber nicht. Diese Spionin von Kolchis, die können wir nicht zufällig um die Ecke bringen. 46%, aber auch 14%, dass unser Agent verwundet wird.
61% und nur 3% Chance, dass wir verwundet werden. Das ist gut, allerdings ist die Chance, den tatsächlich zu töten, ziemlich gering. Ich versuch's trotzdem mal. Und der Feind wurde verwundet. Okay, naja, immerhin ein, zwei Runden wird die dann wohl außer Gefecht sein. Dann gehen wir mal hier noch die Skills. Okay, die Armee selbst hat jetzt einen Skillpunkt. Ja, unnachgiebige Streitkraft für die Bewegungsreichweite sind in jedem Fall nützlich. Ja, hier habe ich jetzt gesagt, die Legio 3 oder was ist das, die 6. Eine von beiden muss wohl nochmal zurück. Nun liegt das ja passenderweise gerade in eurer Reichweite. Würde ich sagen, kümmert euch mal darum. Ja. Wenn ich hier die Leertaste drücke, geht es auch etwas flotter. Mit dieser grandiosen Armee haben sie uns das übrigens abgenommen. Also da war nämlich die Garnison noch nicht vorhanden und dementsprechend war das relativ einfach. Ne, unterwerfen wollen wir es nicht, das wollen wir in jedem Fall besetzen. Jetzt müssen wir nur die Stadt wieder umbauen. Das war ja nicht fertig geworden. Das können wir abreißen. So. Okay. Wie sieht es denn in Kyrene aus? Mhm. Ja. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Das wollte ich eigentlich nachgeguckt haben. Jetzt fällt es mir wieder ein, ob ich hier Elefanten kriegen kann. Wenn ich mich richtig erinnere, kann ich die auf jeden Fall hier kriegen. Ganz genau, ja. Und all diese anderen Aliensviertel hier können wir natürlich nicht gebrauchen. Die reiße ich mal direkt wieder ab. Genau. Da fällt mir ein, also wegen der öffentlichen Ordnung würde ich in manchen dieser Provinzen, wo hier die öffentliche Ordnung schlecht ist oder schlechter wird, vielleicht mal gucken, ob wir da nicht was gegen tun können. Makedonien wäre zum Beispiel so ein Fall, wo mir das schon ein Anliegen ist, dass die öffentliche Ordnung da nicht so schlecht wird. Das verbessert sie leider nicht. Ja, yeah. Das heißt, Zirkus wäre eine Möglichkeit. Wir haben halt jetzt minus 7, wow. Das ist schon eine Menge. Sonst könnte ich eben die Tempel hier umbauen. Im Moment geben die Tempel ja relativ viel Reichtum. Ich kann die natürlich auch zu welchen umbauen, die mehr in öffentliche Ordnung geben. Oder ich mache hier die Auxiliarkaserne weg. Aber fürs Erste möchte ich die, glaube ich, noch behalten. Auf jeden Fall kann ich zum Beispiel mir nicht erlauben, die Minen auszubauen wegen der öffentlichen Ordnung. Das ist natürlich lästig. Weiterer Fall dieser Art wäre Provincia. Hier kann ich allerdings die öffentliche Ordnung leicht verbessern. Da baue ich einfach so ein Tempelchen hier aus. Minus 11 ist ja... Holy shit. Woran liegt denn das? Ja, wirklich... Achso, Instabilität. Was ist denn... Ah ja, weil Tolosa wahrscheinlich umkämpft war, ne? Also diese Armee müssen wir eigentlich aufhalten. Ihr... Ah ja, genau, das ist hier die Legio 7, da wurde der General verletzt und ich musste einen neuen aussuchen. Da habe ich mich hier für Faustus Ateius Fronto entschieden. Der ist aus dem Haus der Cornelia und hat hier weniger Erfolgschance für feindliche Agentenaktionen. Da dachte ich mir, das klingt schlau. So, vielleicht verwende ich die Legio 7 dann defensiv, damit die beiden weiter vorrücken können. Mir so ein Vorschlag. Sehe ich das richtig, dass du bis dahin? Ja. Okay. Ja, da ist jetzt natürlich das Tooltip davor. Jetzt kann ich nicht sehen, ob ich da hinlaufen kann oder nicht, ne?
Gut. 74% ist gar nicht so viel, aber das müsste... Ah, okay. Ja, reißen wir die mal nieder. So, und die andere kann auf jeden Fall nicht bis nach Namnetum laufen, aber auch nicht bis hierher zurück. Und ihr hier auch nicht. Nee, ihr kommt sogar nur bis in den Mossos. Okay. Dann schicke ich die Legio 1 mal zurück hier in die Richtung. Und mit der Legio 7 greife ich Vibrakte an. Achso, noch 3 Runden lang würde das gemissbilligt. Wie machen wir das denn dann? Kümmern wir mal uns um die Helvetia zuerst? Oder was machen wir? Wie sieht das denn bei denen aus? Den kann ich den Krieg erklären. Okay. Ja, mir gefällt halt auch nicht im Winter hier in Feindesland zu stehen. Deswegen, wenn ich Bibrakte nicht einnehmen kann, bleibt mir eigentlich nur der Rückzug auf mein eigenes Gebiet. Da ist jetzt die Frage, runter oder nach Nemossos. Ich gehe mal nach Nemossos. Ach, okay. Gut, jetzt ist es zu spät, aber gut zu wissen, dass die da sind. Die hätte ich vielleicht bekämpfen können, aber gut, ich will jetzt auch nicht wirklich im Wald gegen die kämpfen. Von daher ist es halb so wild, wenn wir das ein andermal machen, ne? Ohne jetzt hier groß langweilig sein zu wollen, aber ich glaube, ich nehme die große Lagergefolgschaft. Okay. Was gäbe es denn da noch? Die Geheimaktion für Nachtgefechte. War nicht so verkehrt. Logistik finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Und können wir sogar gerade gebrauchen. Wir sind doch gerade hier auf relativ niedrige Truppenzahl runter. Durch das automatisch Berechnen des Gefechtes eben. Okay. Haben wir das so gut gelöst, würde ich sagen. Die Legion 3. Achso, ihr habt hier vom Erobern von Makomades hat euer General noch einen Skillpunkt bekommen. Okay. Da geben wir ihm. Sextus Salvius Galba. Bist du zufällig in meiner Familie? Na, du bist verbunden. Nee. Du bist Cornelia. Okay. Dann ist okay. Dann würde ich sagen, mach einfach hier Geheimaktion. Nachtgefechte sind unter Umständen schon so mit die stärkste Fähigkeit, die man in Total War Spielen haben kann. Ja, da sind 2 Armeen. Ach nee, ich kämpfe aber nur gegen eine. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Ich würde natürlich gern die, wie heißen sie, Zypern hier angreifen. Oder aber weiter gegen Karthago vorrücken, weiter Richtung Ägypten vorrücken. In einer Runde habe ich hier die Manipel-Kaserne. Das ist gut. Was würden wir hier denn rekrutieren wollen? Also wir haben keine Kavallerie mehr. Und ein bisschen wenig Plänkler. Die Nahkämpfer könnten auch 1-2 Trupps mehr sein. Also, Astarte. Also richtig glücklich macht mich das nicht. Eine Möglichkeit wäre natürlich jetzt hier das Auxiliarlager zu bauen. Oder zurück hierher zu laufen.
Das hieße im Prinzip mindestens bis da in die Ecke, nur dass das eine Wüste ist, da will ich natürlich dann nicht sein. Es müsste also schon die Straße sein. Da kämen wir mit einem Gewaltmarsch vermutlich hin. Müssen wir aber ja eh nicht. Wir haben ja hier zwei Runden, bis es fertig ist, ne? Okay, also würde ich sagen, laufen wir einfach ganz normal dahin. Und die Flotte kann sich im Prinzip noch kurz erholen oder aber schon ausrücken, ist die Frage. Verbessern kann ich sie hier jedenfalls nicht. Ich glaube, ich schicke sie mal darauf. Ach, jetzt erholen sie sich nicht. Nee, das ist ja total dumm gewesen. Ich glaube aber in dieser Stellung können sie sich vermutlich auch nicht erholen. Ne? Steht da aber nicht. Okay. Ja, bleiben wir da stehen. Naja, diese Belagerung hier, die ist ein bisschen hoffnungslos. Ich kann das ja eh nicht einnehmen mit den Streitkräften. Halten wir trotzdem mal die Blockade aufrecht. Wobei, warum eigentlich? Ja gut, damit die Flotte nicht da rauskommt. Ah, neue Legion. Sehr, sehr wichtige Sache, denn ich fürchte, wir haben Hellas verloren und müssen da mal rüber und uns das zurückholen. Also, schauen wir mal. Kann ich mittlerweile... Ne, ich kann keine tarantinische Kavallerie hier bauen. Wie sieht das denn gebäudemäßig aus? Geht das bald? Ne, bald geht aber die numidische. Die numidische ist auch gut. Wenn ich in Syrakus ausbaue zur Axia-Kaserne, dann kann ich die tarantinische bauen. Und in Cosentia kann ich einfach nur die Anzahl an Truppen, die ich gleichzeitig rekrutieren kann, erhöhen. Nee, noch nicht mal. Nee, genau, das nützt mir wirklich überhaupt nichts mehr. Wie steht es hier um die öffentliche Ordnung? Gut, okay. Welcher Skill fehlt uns da? Strategische Manöver. So, so. Ja gut, also... Ah ja, die Kohortenorganisation forschen wir ja gerade. Okay, okay, also... Schauen wir mal. Es fehlen ein paar Einheiten. Hauptsächlich fehlt natürlich noch die komplette Kavallerie, aber auch alles andere ist noch nicht ausreichend vorhanden. Ich würde sagen, Sozi Extraordinari, Princeps, Hastati. So. Das ist ein bisschen lästig hier. Wenn man den Pfeil zu feste klickt, dann scrollt er direkt zwei Felder runter. So. Okay, damit wären wir bei 10 Truppen Nahkämpfer, nicht? Dann vielleicht noch ein paar mehr Plänkler. Bogenschützen kann ich hier ja... Ach, so schnell keine rekrutieren. Dann nehme ich einfach Peltasten. Die sind besser als die Velites. Und... eine Kavallerie. An Kavallerie nehmen wir auf jeden Fall die Sozi Equitis. Ah, okay, das wäre erst nicht so. Dann lassen wir es dabei. Okay. So. Wenn ich unbedingt Tarantin haben will, kann ich auch rüber nach Apollonia schiffen. Das haben wir ja schon einige Male gesehen. Legio 4, du bist die hier. Okay, ja. Ich fürchte, dann müssen wir dir mal ein paar neue Einheiten ausheben hier. Auxiliar-Plänkler-Kavallerie. Ja, das klingt gut. Schauen wir mal. Die Riesenballiste kostet wahrscheinlich eine Menge Geld, ne? Die will ich eigentlich nicht. Warum kann ich denn... Ach doch, ich kann Hastati zumindest rekrutieren, ja. Okay, ja, wenn ich meine Optionen so sehe... Gönne ich mir auf jeden Fall erstmal als Tati. Schauen wir mal, werden meine Optionen nochmal besser? Naja, eigentlich nicht. In Dura gibt es hier so ein Elendsviertel, das ist schlecht. Okay. Dann mache ich jetzt Folgendes, auch wenn das leider ein bisschen unspannend ist. So rumsortiert nach Nahrungsmangel. Okay, hier habe ich die Elendsviertel abgerissen.
Gibt es sowas nicht? Aha. Das könnte man ja mal ausbauen hier. Okay, nicht mehr genug Geld für eine Farm. Naja, gut. Was ich jetzt machen wollte, war, ich wollte hier durchs. Aha, sowas, genau, sowas wollte ich eigentlich entdecken. Wo ich Gebäude bauen sollte. Wo war ich denn jetzt? Silesia. Ich könnte natürlich dieses abreißen hier und dieses umbauen nochmal aufheben. Und stattdessen hier umbauen und. Ja. Aha. Okay. Ja, das Elendsviertel möchte ich aber abreißen. Okay, dann wird in Celtica jetzt vermutlich eins entstehen. Aber mir geht es darum, hier durchzuklicken natürlich und zu verhindern, dass wir wer weiß was an Elendsvierteln haben. Okay, wir gucken uns nochmal gerade so die strategische Situation kurz an, zum Ende der Runde hier. Also, unsere beiden Legionen haben sich zurückgezogen, um sich hier um Feinde zu kümmern. Da gibt es ein Full Stack und hier gibt es ein Full Stack jeweils von den Galliern. Wir haben derweil hier Kenabum in Celtica schon eingenommen. Namnetum hat auch keine Mauern, denn die Hauptstadt von Celtica ist ja hier Bibracte, wo die Haedor im Moment hocken. Den wir erst in 3 Runden den Krieg erklären dürfen. Auch wenn hier zwischendurch eine Armee von Neu-Karthago aufgetaucht war, hat die sich wohl wieder zurückgezogen, wie es scheint. Das heißt, Brigantium behalten wir erstmal. Derweil gibt es eben Kolchis jetzt wieder. Achso, hier auch. Und hier auch. Okay, nee, dann hat Kolchis uns einfach nur wieder eine Siedlung abgenommen. Ist nichts groß passiert, aber hier gibt es eben Truppen von denen. Dann gibt es hier eben Pergamon. Aha, da muss ich mal gucken. Da und da. Wie stark die Armeen von Pergamon da eigentlich sind, die da auf uns vorrücken. Die ist halbwegs bescheiden. Und die andere ist hier. Sieht schon stärker aus. Ja, das sind zwar nicht die allerstärksten Einheiten, aber 20 von 20 ist immer bedrohlich. Die werden uns wohl Amasea und Nikomedia locker abnehmen können. Also. Wir haben einiges vor uns noch. Und mit den aktuell vorhandenen Truppen schaffen wir es meines Erachtens nicht, uns überall durchzusetzen. Also die beiden Legionen hier, die müssen sich im Prinzip jetzt ein bisschen erholen und dann kommen die sicherlich mit Karthago klar. Derweil kümmert sich niemand hier um Mauretanien, nicht? Und auch um ganz Spanien kümmert sich keine unserer Legionen. In der Defensive müssten die beiden klarkommen, während der Gegner mit seinen beiden Fullstacks bei uns ist, hat er wahrscheinlich auch nicht mehr viel im Hinterhand. Das heißt, die angreifende Legion müsste dem Siedlungen schneller wegnehmen können, quasi als wir dann welche verlieren. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und dann werden wir die beiden Armeen am besten vernichten, erst die eine, dann die andere. Ja, hier haben die Boier eine eher kleine gehabt. Und unsere ist aber auch nicht so stark tatsächlich. Da muss ich auch mal gucken, ob ich denn die ganzen Söldner wirklich weiter bezahlen will. 111 kostet ihr, das geht ja. 222 für Söldner-Speerbrüder. Das ist zum Beispiel ein bisschen bescheiden, was Söldner-Speerbrüder so leisten. Aber ich fürchte. Einfach nur, weil wir einen Infanteriemangel in dieser Armee haben, muss ich die erstmal behalten. Achso, was kosten mich denn die Lanzenträger? Auch 222. Ja, also zu dem Preis von dieser Armee kann man zwei wesentlich stärkere auf jeden Fall haben. Okay. Ja, dann beende ich jetzt mal die Runde und schauen wir mal, was passiert. Im Moment sieht ja die Türkei aus wie so ein Flickenteppich, ne? So viele verschiedene Farben durcheinander. Noch ein Sklavenaufstand. Dann habe ich ja gesagt, wir haben leicht zu viele Sklaven in letzter Zeit wieder genommen. Große Probleme mit der öffentlichen Ordnung, die sich durch einfach mal ein paar Runden keine Sklaven nehmen, wahrscheinlich lösen lassen.
Okay, das war Karthago, das war ja harmlos. Baktrien. Die Feinde der Kirke. Ich denke, damit ist die griechische Figur Circe gemeint, nur mit K geschrieben, weil die so alternativ sind, weil die im Osten leben. Denn Baktrien ist ja tatsächlich ein Nachfolgerkönigtum von Alexander dem Großen. Naja, riesig stark ist die nicht, aber unsere Garnison eben auch nicht. Deshalb würde ich sagen, verlieren wir jetzt Hatra. Shit happens. Können wir uns immer noch zurückholen. Soll uns nicht weiter schockieren. Also, mein Ziel ist natürlich erstmal hier Gallien und die Türkei und Griechenland wieder zu konsolidieren. Und dann können wir immer noch weiter in den Osten vorrücken. Okay, jetzt ist Galatien hier dem Pergamon vorgekommen, denn ich glaube, die wollten das auch einnehmen. Also wir verlieren die Stadt wohl so oder so. Das ist hier die Armee, die Samasota, meine ich war es, hier nebenan letzte Runde von uns weggenommen hat. Wir sind in der Überzahl, interessanterweise. Also wahrscheinlich ist das so eine Situation, wo man mit selber spielen Chancen hat. Aber ich will mal nicht übertreiben, wenn ich doch weiß, dass Pergamon uns das sonst eh wegnehmen würde in der nächsten Runde. Dann ist es auch egal. Ja, nicht in der nächsten Runde, sondern sobald sie dann gleich dran sind. Wächst Galatien eben erst einmal. Hat der wurde ja, Mons Regius wurde eingenommen. Ach verdammt. Das ist natürlich ärgerlich, einfach nur weil es so beschissen weit weg ist. Aha. Ja, das Königreich Skythien kümmert sich hier für uns um die Sklaven. Das ist sehr lieb. Weiß nicht, ob das vielleicht sogar deren Sklavenaufstand ist, aber ich nehme mal an, es war unsere. Ja, war es wohl. So, und jetzt kommt gleich Pergamon. Erstmal noch Kolchis. Okay. Mein Gott, welche Stadt ist denn das schon wieder? Das habe ich gerade gar nicht mitgekriegt. Aber ich fürchte, die verlieren wir. Tushpa. Okay. Ja, sieht aus wie in Armenien, ne? Ja. Gut. So soll es sein. Wir holen uns das alles dann andermal zurück. Wie ich schon sagte, erstmal die Türkei, erstmal Pergamon besiegen und dann wieder nach Osten vorrücken. Mit ein bisschen weniger Feinden im Rücken rückt es sich auch besser vor. Eieiei. Okay. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil unsere Legio 1 ja hier offensichtlich erfolgreich vergiftet wurde. Ist es... Ja. Werden wir mal sehen, was wir aus der Situation gleich machen. Zum Glück haben wir die Truppen noch. Euer Ernst? Die gehen jetzt ja richtig ab. Das kostet uns jetzt auch ordentlich Geld, wenn die anfangen uns hier... Also in Larissa haben wir ja eine dicke Mine zum Beispiel. Tja. Also, Zypern hätten wir besser mal besiegt, als wir konnten, oder? Was hat mich jetzt davon, dass ich gesagt habe, ich muss mich erst auf Karthago konzentrieren und Zypern Zypern sein lassen. Die werden schon auf ihrer Insel bleiben, aber bleiben sie nicht. Zumindest nicht mehr, seit ich die Hafenblockade aufgelöst habe. Okay, die Sklaven nehmen uns der Lage nach. Lupfurdum. Ja, ich kann nicht sagen, wie es... Obwohl... Ist das Rätien? Kasurgis, Budurgis. Wir gucken nach Norden. Ich glaube, das ist Rätien. Istros. Ah, ne, okay, okay. Istros ist zusammen mit Kasurgis die Provinz Herkinia. Aber trotzdem. Achso, wurde nur geplündert. Okay. Ach, Sklaven halt. Jetzt rennen die woanders hin. Ein edler Tod. Oha. Ja, die Steuerernte wurde annulliert. Das hat uns also schon ordentlich Geld gekostet, dass wir jetzt in Makedonien da
Eieiei, so viele Ereignisse. Ja, die Legio 6. Hier unten braucht ein neuen General. Ich glaube, ich nehme mal den Gaius Marius. Aha, ein Triumphzug. Nett. So, und jetzt müssen wir in Garama natürlich mal Gebäude bauen hier. Sowas in der Art. Und hier können wir jetzt noch nichts Vernünftiges rekrutieren. Nächste Runde aber. Okay. Und ihr seid bei 16 von 20, naja. Ah, Moment. Wir haben ja nicht so viel Geld und es gibt ein paar Fälle, wo, wo es sonst ganz schnell wieder zu Elendsvierteln kommt. Also hier. Hier. So. So. Okay, ja, um Makedonien müssen wir uns kümmern. Das können wir ja nicht zulassen, dass sie uns das einfach wegnehmen. Aber eigentlich ist die Legio 2 auch noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch die Kavallerie. Ohne Kavallerie muss man ja jetzt auch nichts überstürzen. Also numidische Auxiliarkavallerie. Und das war's, was wir uns leisten können. Ja gut. Dann kann ich natürlich auch erst übersetzen und dann hier in Apollonia Kavallerie rekrutieren. Oder... komme ich wohl bis nach Pella, wenn ich in Gewaltmarsch bin? Vermutlich nicht, ne? Schauen wir mal. Nee, nur in die Nähe davon und das wäre eine scheiß Idee. Okay, nee, dann bleibe ich hier in Apollonia stehen und rekrutiere hier Kavallerie. Also Tarandina kosten 510. Das kann ich mir zweimal leisten, wenn ich will. Ich nehme aber Bürgerkavallerie. Weil an Plänklern will ich die numidische, die leichte Plänklerkavallerie. Denn die ist ja nicht für den Nahkampf gedacht, sondern für den Fernkampf. Und da hilft die Geschwindigkeit mehr als die Rüstung. So. Legio 12. Jetzt die Frage. Ne, eigentlich ist gar keine Frage. Eigentlich haben wir gesagt, erstmal Türkei. Denn das kann ja nicht angehen. Wenn ich jetzt hier in Syrien weiter marschiere, dann wird das hier nur Chaos. Also irgendwie muss ich die eine oder andere Fraktion hier ausrotten, damit das mal ein Ende hat. Okay, ja, also am meisten Sorgen machen wir im Moment Zypern, die Türkei-Situation hier,
Aber auch die Gallische Konföderation. Da gucken wir direkt mal. Die Legio 1 wurde sabotiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Die kann jetzt nicht nach Burigada laufen. Das ist ja richtig nett. Und ihr kommt wahrscheinlich einfach wegen Reichweite nicht bis dahin. Ich weiß es aber nicht sicher, ob es nur wegen Reichweite ist. Ihr könnt ja hier offensichtlich den Fluss nicht überqueren, sonst könntet ihr ja noch ein Stück weiterlaufen. Ah, ob die wohl da hinkommen? Wenn ich jetzt beide hier einfach nur hinstelle, ist so ein verschwendeter Zug im Prinzip. Feuerheerbanner. Also die stärkste Armee ist das da nicht, ne? Ah, die haben selbst Ballisten. Die haben hier die nackten Krieger. Okay. Ja, dadurch, dass die in ihrer Verteidigungsstellung sind, geht's einigermaßen. Dadurch haben die ganz gute Chancen gegen uns. Und die haben auch viel mehr Erfahrungsränge. Okay, also möchte ich eigentlich nicht mit nur dieser Legion dagegen kämpfen. Kann ich die andere denn in einem Gewaltmarsch dahin bewegen? Ja, kann ich. Jetzt sind sie nicht mehr in ihrer Stellung. Okay. Jetzt kann ich mir so überlegen, ob ich die angreife. Jetzt können die nicht nochmal fliehen, also kann ich hier eine 1 zu 1 Schlacht auf jeden Fall provozieren. Das wäre dann was für nächste Folge natürlich. Ich sehe ja schon selbst, wie lange ich schon hier dran bin. Die Haeduer, haben wir gesagt, dürfen wir erst in 2 Runden oder so angreifen. Dann könnte ich nach Namnetum oder hier Richtung Norden marschieren. Ja, bevor wir hier ein Dorf haben, was noch Widerstand leistet, vielleicht doch zuerst Namnetum und dann der Norden. Das sind wiederum die Haeduer. Aber es ist eben auch problematisch, dass die Jungs jetzt hier stehen. Na, jetzt habe ich meine Truppen ja alle abgezogen. Es ist gerade Frühjahr. Dann kann ich ruhig hier in Feindesland marschieren und dann nächste Runde angreifen. Okay, das ist das. Und hier kann ich eine Schlacht gegen die Sklaven anfangen. Oder aber auf Gallic vorrücken. Oder auch zurück nach Norden laufen und nochmal Mons Regius einnehmen. Das wäre allerdings ein bisschen lästig, zugegebenermaßen. Also die Streiter der Uni, keltische Krieger. Ach, die sind im Gewaltmarsch. Okay. Das ist ja dann vergleichsweise günstig. Machen wir das mal so. Dann haben wir hoffentlich einen Sklavenaufstand besiegt. Nö, nicht ganz. Nochmal, wer weiß, ob der Skillpunkt, den wir vergeben. Hat er schon Tatsache, der hat hier weniger Unterhaltskosten für alle Einheiten. Aha, das ist natürlich gerade bei der Armee, die so die Söldner enthält, gar nicht so dumm. Logistik zu verbessern finde ich auch nicht dumm. Gerade weil wir auch gerade Verluste hatten, ne? Und die Bewegungsreichweite jetzt erhöhen finde ich auch nicht so dumm. Verdammt. Ja gut, er ist eh 60 Jahre alt. Das ist jetzt keine Entscheidung für die Ewigkeit. Und ganz akut brauchen wir die Verstärkungsrate. Also nehmen wir mal die Logistik. So. Das sieht für mich jetzt aus, als wäre das das Ende dieses Sklavenaufstands. Das ist doch gut, wieder was geschafft.
So. Alle tot. Ganz genau. Wann hat die Legion mal wieder ein Level Up? Oh ja, auch demnächst. Gut, gut. Ja, aber zurück hier in die Richtung. Sollten wir schon laufen. Wenn ich das richtig sehe, genau, das waren gerade sogar die Sklaven, die hier zwischen den Runden Istros angegriffen hatten. Also die haben sich quasi erledigt. Hier unten gibt es noch Boja. Und hier oben auch. Also die sind noch nicht so ganz besiegt. Ja, dann gestaltet sich die Situation, in der wir aktuell sind, natürlich immer noch schwierig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hoffentlich hier mal aus dem Loch, in dem wir uns hier finden, wieder rauskriechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.